Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 4. In der letzten Folge haben wir uns mit Nessie beschäftigt. Ich wusste gar nicht, dass RCS überhaupt existiert. Aber wir konnten sehen, das Ding existiert wirklich. Und wir haben miterlebt, dass es Leon nicht so gut geht. Er trägt irgendwie ein Virus in sich, haben wir ja in den ersten Folgen gesehen, dass es ihm da nicht so prickeln ging. Aber schauen wir mal, wo uns das Abenteuer hier noch hinführt. Ah, da war nichts drin gewesen. Was ist mit dem hier? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ah, ich erinnere mich hier... Seicht? Das hier, genau. Ja, genau, das sind diese Schlitzviecher hier. Bei dem müssen wir aufpassen. Wir haben eine ganz hohe Range. Wenn die uns mit ihren Sicheln da erwischen, dann geht es uns nicht so gut. Oh, haben wir auch gleich ganz schnell niedergestreckt. Oh, jetzt kommt der hier mit seiner Axt hier wieder. Müssen wir mal gucken, dass wir ihm die irgendwie aus der Hand schießen können. Oder wir schießen ihm schön ins Rückgrat. Noch einen Huhn. Oh Gott. Oh Gott, nein. No Gott. Genau, der kommt auch noch schön auf uns drauf zugerannt. Oh, sehr gut. Haben wir super geklärt. 5000 Pisseten. Damit sind wir jetzt auf der Mutationsstufe 2. Sozusagen sind nicht nur einfache Bewohner. Da kommen jetzt so eine hässlichen Viecher auch noch rausgekrabbelt. Da müssen wir aufpassen. Haben wir hier noch irgendwas drin? Oh ja, ein Granitchen. Ein Granitchen ist immer gut. Granaten erleichtern das Leben. Ach ja, und wie ich heute aus sicherer Quelle erfahren habe, wird Anfang des Jahres 2015 wird eine Neuauflage vom ersten Teil Resident Evil rauskommen. Auch in HD. Finde ich zum Beispiel sehr gut. Werden wir auch auf jeden Fall zocken. Habe ich schon auf meine To-Do-Liste aufgeschrieben. Und da hat sich Capcom aber noch nicht festgelegt. Anfang Herbst bis Mitte Herbst soll auch nochmal eine HD-Auflage zum zweiten Teil rauskommen. Ja, aber wie gesagt, das Ganze steht noch nicht fest, aber der erste Teil steht schon fest. Wenn wir Glück haben, kommt der dritte Teil, also Nemesis, auch noch raus. Dann haben wir die Reihe hier voll. Bei den fünften und sechsten Teil werde ich auf... Nee, werde ich auf keinen Fall spielen, weil die mir nicht zusagen. Und mir soll das Spielen ja auch Spaß machen. Und die zwei Teile haben mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich fand die Story nicht toll. Von der Grafik her astrein. Ist eine super Grafik, die beiden Spiele. Aber von der Story her gefällt mir das absolut gar nicht. Ja, der eine Teil spielt da irgendwo in Afrika. Ja, mit irgendwelchen... ja. Das ist auf jeden Fall nicht so toll. Ich habe da unten was blitzen sehen. Mal gucken. Oh ja, da ist was Feines. Ein Bernsteinring. Oh. Können wir wieder schön beim Händler verkaufen. Der freut sich dann wieder. Ah. I buy it in a high price. Der geht immer völligst ab, der Knabe. Aber ich mag ihn. Damals habe ich den aus Versehen mal so eine Kugel in den Kopf geschossen. Da konnte ich zu dem Händler natürlich nicht mehr hin. Aber wenn er tot ist, ist er tot. Ja, musste ich den neu laden. Weil der Händler war wichtig gewesen. Zur Waffenaufwertung. So, jetzt haben wir das Magazin hier leer. Aber mir schwant doch was.
gucke mal kurz rein. So, Munition haben wir noch genug. Oh. Da oben ist wieder etwas, was mich nicht so anspornt. Komm, dreh dich mal. Sehr gut. Du kannst dich auch gleich mitdrehen. Sehr gut. Dann können wir die Granate hier unten gleich mit hinmachen. Dann sieht das Ganze wieder ein bisschen ordentlicher. Oha, da haben wir ja noch... Nee, die Pflanze heben wir mal noch auf. Das machen wir noch so. Aber, aufladen können wir. Das ist genehmigt. Alles hier extremst laut. Also für mich zumindest. Wenn ich das Video hier bearbeitet habe, dann ist es natürlich nicht mehr ganz so laut. Aber für meine zarten Öhrchen ist das alles hier momentan ein bisschen laut. Okay. Das ist der sogenannte Wasserfall, wir erinnern uns. Da hatten wir ja den lustigen Brief gehabt. Uns jemand auch gesagt hat, er könnte uns helfen, aber er hat keine Zeit. So. Ich denke mal, wir machen das so, wie ich das sonst auch mal gemacht habe. Da kommen sie nämlich schon angeschissen. Gehen wir nämlich gleich wieder zurück. So, und erwarten Sie dann hier. Auf sicherem Terrain. So, Waffe ist aufgeladen. Ey, wie sieht's mit der groben Kelle aus? Sollten wir mal nachladen. Sicher ist sicher. Da könnte was kommen. So. Okay, es sind zu viele. Oh, 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 das könnte jetzt knapp werden. Muss ich ganz schnell schießen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, oh, einer ist runtergefallen. Der hätte bestimmt einen super Loot gehabt. Oh, nein, 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 schnell weg hier. Der Typ ist nicht so berauschend. Mal gucken, was wir hier mit der Knarre geregelt kriegen. Wenn es zu heikel wird, können wir eine Blendgranate benutzen. Weil das tötet die Viecher nämlich instant. Dann sind sie nämlich sofort tot. Ey, nun stirb halt. Oh, super. Und, gibst du was? Jo, der gibt so ja was. Aber diesmal nur 800 Peseten. 5000 gab es anscheinend nur für den ersten. Und wir erinnern uns auch noch an diesen Brief. Dass hinter dem Wasserfall erwartet uns ein El-Gigante. Was oder wer ein El-Gigante ist, werden wir in Kürze erfahren. Ich werde das Ganze jetzt nicht spoilern. Weil wie gesagt, es könnte jemand dabei sein, der dieses Spiel zum allerersten Mal sieht. Runde Insignia. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Da war wieder lecker Schnittchen Hannigan. So, bevor es jetzt weitergeht, muss ich mal... Genau, erstmal die Nerven beruhigen. So. Ich glaube aber hier war ein Spinell drin, oder? Nee, auch nicht. Mensch. Bin auch so spinellsüchtig jetzt. Da war einer. Ja, Fledermäuse hier. Batman ist auch parat.
Oh, eine blaue Flamme. Wir sind wieder hier beim Händler. Ah ja, wir sind ja jetzt einmal im Kreis. Genau, wir sind jetzt einmal hier im Kreis rumgelaufen. Oh, hier mal ein Kistchen. Ein Fässchen. Mit Pistolenmunition. Sehr gut. Okay. Jetzt kommen wir zu dem L-Gigante. Wir gehen da mal kurz raus. Weil ich die zwei Kästen dann noch kaputt machen will. Weil für das Vorhaben brauche ich jeden Platz. Wenn da irgendwas Wichtiges drin ist, dann kann ich das... Was haben wir hier? Ein Pflänzchen. Okay, sehr gut. So. Jetzt besorgen wir uns etwas Spezielles. Jetzt holen wir uns die ultimative Waffe. Wir besorgen uns jetzt einen Raketenwerfer. Und damit werden wir den L-Giganten niederstrecken. Aber erstmal können wir... Warte mal, Moment. Siehst du? Ja, wir können jetzt mal... Jetzt mixen wir mal alles zusammen. Jetzt müssen wir unser Ganzes können. Komm, jetzt machen wir hier einen Dreiermix draus. Wir brauchen jetzt jeden Platz. Wir müssen jetzt alles so eng wie möglich stricken hier. So, die Bin-Eier werde ich jetzt... Ah, die werden dann verkauft. So, jetzt müssen wir das Ganze hier... ein bisschen ordentlicher gestalten. So, von den Granaten würde ich mich eigentlich sehr ungern trennen. Müssen wir aber. Den Fisch können wir den auch wegschmeißen. So, ich denke mal, zwei Granaten von den Grünen müssten ausreichen. So, den Fisch verkaufen wir. Das verkaufen. Okay, machen wir das erstmal. Damit ich sehen kann, wie viel Platz da noch übrig bleibt. Und was ich noch verkaufen muss. Verkaufen. Sehr gut. Blindgranate. Brandgranate. Ne, die heben wir mal lieber auf. Hier kommen. Davon machen wir mal zwei Stück weg hier. So, die Eier verkaufen wir mal auch. Den Barschlech hinterher. Muss mal gucken. Ah, Achtung, jetzt kommt's. Ah. Ah, da können wir den Stein noch einsetzen. Habe ich auch noch nicht gemacht, aber es beeinträchtigt ja jetzt nicht unser... Ja, natürlich. Natürlich eine von den obersten Granaten genommen. Weiter. So. Okay. Jetzt müsste sie hier reinpassen. What are you buying? Stranger. Stranger. Now that's a weapon. Ja, das ist eine Waffe, mein Freund. Die kaufe ich dir jetzt ab für 30.000. Ach, hätten wir ja noch Platz gehabt. So. Ist auch so ein Trick, das mache ich eigentlich so auf jeder Schwierigkeitsstufe. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, zum Anfang des Projekts, 30.000 sollte man immer mal so ein bisschen locker haben. Dass wir uns für gewisse Situationen, da werden noch einige Situationen, wenn da noch kommen, wo wir dann auch noch einen Raketenwerfer brauchen. Aber jetzt momentan ist jetzt hier die erste. Und damit werden wir dem L-Gigante mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Okay, dazu sollten wir uns die, natürlich auch hier die Waffe mal nehmen, wa? Ansonsten funktioniert das nicht. Oh, ich bin jetzt so gespannt. Moment, ich muss nochmal einen Schluck Cola trinken zur Beruhigung. Oh. Und vielleicht nochmal eine Piepe ziehen. Moment. Ich glaube... Geht gleich weiter, Freunde. So. Für den Fall, dass sich einige fragen, oh, deine Videos kommen gar nicht regelmäßig und. Ja, ich habe auch noch ein Real Life, wo ich auch noch andere Dinge machen muss.
Und Resident Evil spiele ich prinzipiell eigentlich immer nur abends. Ja, da kommt das Feeling besser auf. Ja, dann dimmt man das Licht und setzt sich ran und zockt eine Runde Resident Evil. Das muss einfach sein. So, Zoom-Funktion. Sollen wir uns... Ja, können wir uns da mal probieren. Obwohl wir die jetzt eigentlich gar nicht brauchen, die Zoom-Funktion, weil die Waffe wird ganz schnell benutzt. Okay. Dann begeben wir uns mal in die Höhle des Löwen. Oh nein, wir sind eingesperrt. Ihr Schweine. Rapido, rapido. Rapido. Musa los musculos. Rapido, apúrense. Rapido, rapido. Genau, erstmal platt gematscht hier und Fußball gespielt. Der erste FC kickt mich tot. Oh, der räumt da richtig auf hier. Und jetzt will er auf uns los. Oh, jetzt müssen wir schnell reagieren. Mal her die Waffe. Und gleich mal von Hals geknallt. Sehr gut. So muss das. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns wegbewegen müssen, ob wir irgendwas drücken müssen. Weil es ist von System zu System verschieden. Ne, hier mussten wir jetzt nichts machen. Damals auf dem Gamecube, da musste man noch Tasten drücken, weil uns das Vieh sonst erschlagen hätte. So, das ist natürlich die kostengünstige... Oh, gleich einen Erfolg gekriegt hier. Sehr gut. Ja, und wir müssen uns mal aufladen, weil wir durch den Rückstoß ein bisschen was abbekommen haben. So, dann machen wir wieder Ordnung hier. Jetzt ist das Ganze hier vorbei. So, dann setzen wir die hier gleich ran hier, falls mal wieder ein gelbes Kräutlein kommt. Na, komm her hier. Hab denn hier so. Füge dich dem Schicksal, Pflänzchen. So. Wir hätten ja auch versuchen können, mit normalen Waffen auf ihn loszugehen. Aber damit hätten wir alles verballert. Weil der Typ ist echt sehr hartnäckig. Und wie man hier auf dem Rücken sehen kann, da ist so ein Loch drin. Ja? Und da wäre auch so ein Vieh drin gewesen. Und wir hätten ihn so lange bearbeiten müssen, bis er sich an den Kopf fest und so. Ja? Und dann geht er runter auf die Knie und dann kommt aus seinem Rückenmark, sage ich mal so, da kommt so ein Vieh raus und das können wir mit dem Messer bearbeiten. Ja? Ist ganz witzig gewesen, als ich das letzte Mal das auf der Wii gespielt habe und so. Ja? Dann hat man ja diesen komischen Wackelstick, ja? Den Wackelcontroller und so. Ja, da springt man halt drauf und so und dann wackelt man da los, ne? Wackelt man, was das Zeug hält. Aber anders kriegt man dieses Vieh da drinnen auch nicht tot. Und weil mir die Munition momentan sehr wichtig ist, habe ich mich dazu entschlossen... Oh, der ist wirklich ein gelbes Kräutlein. Dass wir es auf die altbewährte Methode machen, wie ich es sonst auch immer gemacht habe. Einfach ein Raketenwerfer, zack, von Hals knallen, fertig. So, das ganze Grauen hat aber jetzt nicht ein Ende, sondern es geht jetzt weiter. Wir sollten mal eine Waffe zulegen. Und wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir jetzt sogar unsere grobe Kelle. Okay, sicherheitshalber. Falls wieder eine Schlange drin ist. Nicht, dass sie mir wieder hier mitten ins Gesicht springt. Nö. Sehr gut, aber... Wieder die grobe Kelle. Machen wir mal ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig.
Ganz vorsichtig. Da oben sehen wir nämlich schon einen Hund. Ein Wolf. Ein Karpatenhund. Keine Ahnung. Wir sollten lieber nochmal nachladen. Aber ich weiß nicht, wie hartnäckig die Viecher sind. So, wir locken sie mal an. Und schnell wechseln. Schnell wechseln. Da kommt er nämlich schon. Ah, oh, ja. Ui. Oh, scheiße. Wiggeln. Alter, hat uns das Vieh echt erwischt. Oh, da ist noch irgendwo ein Vieh. Scheiße. Ist genau hinter uns. Alter. Lass mich in Ruhe hier mit den Spaghetti. Oha. Ey. Das war natürlich jetzt Pech gewesen. Dass dieses Vieh genau hinter uns war. Boah. Ach nee, wir haben eine Insignia bekommen. Hier ist die falsche Tür. Puh, hab ich wieder einen halben Herzinfarkt gekriegt. Oh Mann. So, dann machen wir auf hier. Oh, nehmen wir mal wieder die Knarre. Ne, erstmal was einpfeifen. Na komm, bietet sich an. Verwenden wir gleich mal. So. Liegt hier irgendwas? Prüfen. Diese Insignie ist überall. Ob das wohl eine Religion dieser Gegend ist? Ja, Religion, Sekte. Streiten sich die Geister? Für mich sind die einfach hier nur geisteskrank. Aber was für den einen geisteskrank ist, ist für den anderen seine Religion, sein Glaube. Müssen wir auch respektieren. Solange es nicht darum geht, andere Menschen zu opfern. Im Namen der Gottheit, des Glaubens. Sehr schön. Haben wir uns schön rüber geschwungen hier. So, jetzt müssen wir hier... Ah, hier sind nochmal Fässchen. Sehr gut. So, noch ein Brandgranätchen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen DJ machen hier, den Licht-DJ. Mal gucken, dass wir das hier auf Einklang bringen. So, nehmen wir uns erstmal das Rote vor. So, und drehen. Und drehen. Yep, das sieht gut aus. Dann nehmen wir uns das Grüne vor. Ich glaube... Nee. Jep, so wird ein Schuh draus. Und dann das Blaue. Das müssen wir, glaube ich, nur einmal drehen. So, ja, das müsste... Jo. Kombinieren wir mal. Ja, perfekt. Sehr gut. So, schauen wir mal, was uns hier hinter erwartet. Oh, mir schwant was. Ashley. Don't come. Hey, Ashley. Take it easy. No, get away. Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me.
It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Oh, sehr gut. Wir haben Ashley gefunden. Spielanleitung 3. Spielanleitung 3. Konfigurationsänderungen sind nicht berücksichtigt. Auf die jeweilige Tastenfunktion achten. Mhm. Erstens, Befehle. Leon kann Ashley durch Drücken von RB dazu bringen, sie warten oder ihm zu folgen. Okay. Zweitens, Ashley und die Aktionstaste. Je nach Situation können Ashley und Leon gemeinsam Hindernisse überwinden. Mhm. Drittens, Ashleys Gesundheit. Heilmittel können auch bei Ashley angewendet werden. Viertens, Ashley und Game Over. Wenn Ashley getötet oder vom Gegner verschleppt wird, ist Leons Mission gescheitert. Sehr gut. Oder nicht so gut. Auf jeden Fall, wir haben Ashley gefunden. Jetzt müssen wir sie irgendwie, irgendwo hier hinstellen. Wait. So. Du wartest hier. Kann man nämlich hier in Ruhe die Kisten aufmachen. Irgendwas wollte ich sagen, aber habe ich jetzt schon wieder vergessen. Da wir das jetzt zum ersten Mal spielen, das ist Ashley natürlich noch in der normalen Bekleidung. Wenn wir das Spiel durch haben, dann kriegen wir Spezialkleidung. Und dann können wir Ashley eine Ritterrüstung anziehen lassen. Macht das Ganze natürlich viel einfacher, weil wir Ashley dann einfach irgendwo abstellen können und können uns dann in Ruhe um die Gegner kümmern. Ohne dass uns Ashley irgendwie verschleppt wird oder dass sie getötet wird etc. Aber jetzt beim ersten Mal müssen wir hier verdammt gut aufpassen. Weil auch ein Schuss von mir oder ein Messerschlag kann Ashley töten. Und das wollen wir nicht, weil dann ist der Auftrag gescheitert. So, komm Ashley, wir müssen raus hier. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Oh nein. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? Sie ist auch infiziert. Scheiße. Gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your mind. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion, if you ask me. Oh Gott, der Verstärkung mitgebracht, die Pfeife. Oh, haben wir nochmal Glück gehabt.
Hätte es ein Auge gehen können. Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Ende von Kapitel 2-1. Trefferquote 87%. Speichern? Nee, tun wir noch nicht. Oder? Ja doch, komm, wir speichern mal hier sicherheitshalber ab. Wir haben Ashley gefunden. Ist schon ein kleiner Erfolg. Gut, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis derweil. Servus.